Was weißt du über Moira? War Moira bei dir? Barry. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ist leider. Ich wollte sie retten. Ich hätte... Nein. Moira. Warum, Kleine? Und damit allen herzlich willkommen zurück hier im Project Club mit Resident Evil Revelations 2 mit dem spannenden Finale. Und die Geschichte geht weiter. Natalia. Geht's dir gut? Hey, was ist passiert? Natalia, Süße, wo ist Wesker? Sie ist woanders hingegangen. Oh, okay. Hauptsache ist, dass du sicher bist. Wo sie auch hin ist, wir können sie noch kriegen. Du bist nicht verletzt, oder? Nein, mir ist nur die Luft weggeblieben. Weißt du, wohin Wesker gegangen ist? Ich glaube, auf die andere Seite vom Berg. Na gut, dann gehen wir besser die Felswand wieder hoch. Okay, hier ein Schloss. Ich hatte ja nichts gefunden gehabt, ne. Eine große Schleuse. Sie regeln damit den Wasserdurchfluss. Was ist das da hinten? Das Gebäude ist vielleicht ein Weg hoch. Lass uns in die Richtung gehen. Das war gemein. Er kann nur runterspringen. Da haben wir ja bei der letzten Folge gesehen, die Schleuse habe ich geöffnet. Okay. Sehr schön. Ah, hier geht's rüber.
nachladen. Okay. Da liegt eine Leiche, da liegt eine. Oh Gott. Gut, er ist tot. An der anderen Seite. Ach Quatsch. So. Rauchbrand. Ist immer gut. Explosiv. Es hat wieder Platz. Okay. Schon irgendwo ein Stein oder sowas. Oder da kann es auch nicht schießen. So geht's natürlich. Schön. Da
geht nicht voll. Okay. Das Ding ist riesig. Ist wie einer dieser Kräne, die man auf Schrottplätzen sieht. So, also. Sehr schön. Sackgasse. Wir müssen den Kran raufklettern. Ist weit bis runter. Das Wasser, okay. Könnte man überleben. Na, das Ding wird bald einstürzen, aber wir schaffen es wohl noch rüber. Okay. Fast da, Süße. Schaffst du es? Ich versuch's. Thank you.
Das Virus hat die Eingrenzungsmaßnahmen der Anlage über Durchbruch. Männer werden zum Wahnsinn getrieben und Frauen leider schrecklich, ehe sie sterben. Ich weiß wirklich nicht, was schlimmer ist. Die Verrückten schlagen in sinnloser Wut um sich und greifen einen grundlos an. Ich habe bis jetzt überlebt, indem ich sie bei sich Kontakt erschieße und mich verstecke. Aber diese Männer, das waren mal meine Freunde. Schon komisch, dass ich unter allen Orten, an die es mich verschlagen könnte, genau hier gelandet bin. 30 Jahre lang habe ich neben diesem Kran gearbeitet. Das hier war mein Leben. Es war wohl mehr ein Zuhause, als mein echtes Zuhause es je war. Ich war immer ein Workaholic. Und meine Familie hat den Preis dafür bezahlt. Ich war nie für sie da, wenn sie mich gebraucht hätten. Nun ist es also hier, wo ich mein letztes Gefecht kämpfen werde. Ich habe noch ein bisschen Munition übrig, aber kein Fluchtweg mehr. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, hoffe ich, dass meine Familie dort eine zweite Chance gibt. Aber 5 Schuss Munition, gut, bei der Magnum habe ich gar keine.
Jetzt runter. Ich muss bestimmt hier hinüber. Ja, oh, da springt er. Wow, wir sind echt hoch. Das stimmt. Ganz hoch oben. So, wie komme ich jetzt da rüber? Schaffst du es? Ich versuch's. Ich würde dich jetzt gerade nicht. Ah. Alles klärchen, Papierchen. Jetzt hab ich's gerafft. Gerade jetzt müssen die kommen, ne? Bisschen nachdenken wäre auch gut. Warum ist denn da jetzt runtergesprungen? Muss man jetzt nicht verstehen, warum da jetzt runtergesprungen ist. Oh, okay. Nette KI.
Warum war das hin? Oh. Warum bleibt denn die jetzt hier stehen? Ist doch schon irgendwas. Sag doch. Sehr schön. Das muss der Eingang zur Mine sein. Barry, da ist eine Anlage, tief unten. Ich glaube, da finden wir sie. Kommt deine Erinnerung zurück? Es ist schwer zu beschreiben. Ich erinnere mich nicht. Aber es fühlt sich an, als war ich schon mal hier. Na, ist schon gut. Diese Sachen brauchen Zeit. Zwing dich nicht. Ein halbes Jahr Hinweisen nachjagen. Ich höre erst auf, wenn ich alle Antworten habe. Okay. Gucken wir mal. Also wir haben eine Brandflasche. Magnum aufgehoben, jetzt habe ich zwei, na gut, zwei Kugeln Süße gerade prickeln, ne? Hä? Ne, hier warst du schon. Ah, da muss ich nehmen, okay, alles klar. Mann, die ist sie schnell. Na, die ist doch nicht drinne. Mein und Gott. Abwärts. Hm.
was uns da erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüsselö.